Der 11. September 2001 ruft klare Bilder in unseren Köpfen hervor. Schreckliche Erinnerungen an den Anschlag auf die Zwillingstürme in New York. Auch der Künzinger Künstler Theodor Lepple hat die Bilder gesehen und auf Leinwand verewigt. Allerdings schon 25 Jahre vor dem Anschlag. Das Bild heißt New York. Der rote ist der Südturm und das hier ist der Nordturm. Hier oben, was sich schnell bewegt, das wird in der Fantasie schwarz, also schnelle Bewegung. Wenn man also diese Größenordnungen hier ansieht, was hier schwarz ist, dann kann man nur sagen, in dieser Höhe, das können nur Flugzeuge sein. Und der erste Einflug des ersten Flugzeuges, der war in den Nordturm, und zwar in dieser Höhe. Und der zweite Einflug in den Südturm, der war etwa in dieser Höhe. Also diese Höhenangaben entsprechen etwa der Wirklichkeit. Der 75-jährige Künstler hat Präkognitionen. Das heißt, er sieht Ereignisse lange bevor sie passieren. Die Visionen, die er hat, packt er dann in Bilder. Klingt unglaublich? Ist es auch. Doch wie kann Theodor Lepple beweisen, dass die Bilder wirklich vorher gezeichnet wurden? Indem es in der Zeitung bereits abgebildet war. Das ist einfach. Dabei spielt jetzt keine Rolle, sagen wir, ob es jetzt 10 Jahre vorher ist und ich habe es 25 Jahre vorher gemacht oder 5 Jahre vorher. Es war vorher. Auch das Attentat auf das Münchner Oktoberfest 1980 hat Lepple vorhergesehen. Damals starben 13 Menschen. Auf seinem Gemälde sieht man Blutspritzen, Köpfe zerplatzen und herumfliegen. Solche schrecklichen Eingebungen hat der Künstler bereits seit seiner Kindheit. Ich konnte mir es damals nur nicht so erklären, wie ich es heute erklären kann. Aber das ist dann wie ein Film im Kopf. Ja? Dass man also, dann wird man irgendwie auch unruhig als Kind schon und passt dann auf und dann ist man irgendwie. Klein bisschen Angst spielt damit eine Rolle. Und sagen wir, aber ja, so ist das Empfinden. Also ist es von Anfang eigentlich schon vorhanden. Doch mehr und mehr wurde seine Fähigkeit für ihn zur Belastung. Wenn man das negativ sieht, dann möchte man eigentlich helfen und abwenden, dass es passiert. Und dann merkt man, dass man hilflos ist. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Als er dann plötzlich auch private Dinge sah, die ihn psychisch sehr belastet haben, wollte er Abstand nehmen von den Visionen. Deshalb bringt er seit etwa 10 Jahren keine Präkognitionen mehr aufs Papier und konzentriert sich auf friedlichere Motive. Seine Ausstellung komme bei den Menschen sehr gut an, so Lepple. Bis Sonntag haben sie noch Gelegenheit, einen Blick auf die Visionen von Theodor Lepple im Museum Quintana zu werfen.